Servus, Freunde der gepflegten Action-Adventure-Unterhaltung. Zurück bei GLaDOS, Lefirn und mir. Hallo, hallo. In Portal 2. Wir sind bei der beim zweiten Abschnitt Mission 5, oder? Ja. So, in etwa. Wenn man, ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, groß. Was ist da das? Ist eine... Ah ja. Das macht Aua am Kopf. Wie sah das denn aus? Geh du mal rein. Du schlägst einmal auf. Die Dinger gibt's, glaube ich, nicht. Hey, bleib mal drauf. Machst du jetzt einen Screenshot oder? Nein. Ich teleportiere dich rüber. Mich gleich hinterher. Easy going, würde ich sagen. Das war. Noch lang nicht alles, würde ich sagen. Da könntest du recht haben. Nochmal sowas. Piu. Piu. Ja. Autsch. Ach. Dann müssen wir da oben bestimmt ein Portal reinmachen. Lol. Warte. Wo kann ich denn hier noch... Wow, das Wasser. Dann muss ich da durch. Hast du vorbereitet? Ich hab's raus, ja. Dann kann ich durch. Mach da, genau. Wir können da beide durch. Ja, jetzt hast du deine aber gelöscht. Hä? Ach so! Ja, war ein bisschen blöd. Okay, jetzt. Ich vertraue ihm einfach mal. Whee! Boing! Autsch. Okay. Wartet. Das muss ich hier machen. Ach, geht gar nicht. Moment. Was geht gar jetzt nicht? Jetzt geht's. Ja. Jetzt kommst du dran. Ah. Jetzt musst du durch das Jump-Teil. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Und du? Und du kannst da doch jetzt bestimmt. Hier ist so ein komischer Zielkreis, aber ich weiß nicht warum. Ach so, nee, doch, oder? Nee. Kannst du irgendwo Schwung holen? Oder geh du auch einfach wieder runter? Geh du auch einfach wieder. Ah, nee, dann geht das Portal weg. Stimmt. Dann geht die Beschleunigung weg. Auf deiner Seite ist nichts, oder? Hier oben ist gar nichts mehr. Gar und hier nichts. Hinten ist nur der Ausgang. Ist hier unten drunter was? Ach. Hä? Wie hast du das jetzt gemacht? Naja, ich komme ja, wenn ich da durchgehe, auch wieder auf der Plattform zurück. Ach so. So easy stimmt. Ist das. So easy ist es. Man muss nur dran denken, manchmal. Das ist wie in der Arbeit. Ja. Also die komplexen Sachen. Oh, es geht nochmal weiter. Okay. Ich mach hier schon mal ein Portal. Ach du Heilige. Und da. Ich hüpfe einfach mal durch. Wo komme ich auf? Hier. Hä, das ist wieder weg. Ach so. Wow. Was hab ich da gemacht? Da oben. Okay. Vielleicht nur irgendwann wieder da drauf. Ah, dadurch kann ich nichts schießen. Okay. Da oben ist ein Ding. Nee, warte. Das rote muss ich in den Sprungding da reinmachen. Halt, nee, ich muss davor irgendwas machen. Ich muss. Achso, ja, das kommt. Guck mal, ich hab den Würfel besorgt. Das ist doch auch nicht schlecht. So. Warum auch immer das jetzt zurückgegangen du ist. Den Würfel besorgt. Wo war denn das Sprungteil? Das war da, genau. Ich könnte theoretisch irgendwas verknüpfen. Du kannst das doch bestimmt da oben drauflegen, den Würfel. Nimm ihn mir mal ab. Stimmt. Dann kannst du ihn auf den Knopf drauflegen. Raffinieren. Und dann können wir hier amazing. Wieder das Sprungteil. Absolutely amazing. Oh, wow. Und dann sind meine Dinger jetzt weg. Ja, weil ich hier durchgeflogen bin. Ich schlag mir dauernd den Kopf an. Okay, jetzt. Du musst jetzt halt genau das Ding treffen da hinten. Passt. Okay. Die Sache ist jetzt noch, wie komme ich jetzt hier dahin? Das schaffe ich. Kommen wir da runter? Ah, stimmt. What? Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Menschen. Juhu. Und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Was ist denn das? Ist das der Disco-Tanz? Nee, oben doch. Links die Geste. Seid ihr defekt? Sieht aus wie eine Funktionsstörung. Boah, das wird aber... Die Rätsel werden... Geschafft. Okay. Das gehört nicht zum Test. Ja. Rätsel werden immer komplizierter. Nichts wie hindurch.
Weiter geht's. Nächster Test. Oh ja. Was folgt nun? Der nächste Test. Schon wieder so eine einfache Frage, einfache Antwort. Immer. Aperture Laboratory. Wenn dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst. Sieht kompliziert aus. Was haben wir da hinten? Ein Sprungding. Hui, okay. Wo komme ich da? Ah ja, ich verstehe. Mach mal bitte da oben nochmal. Du müsstest, also... Das dunkelblaue. Ich muss jetzt erstmal hier, warte mal. So, und jetzt? Nein, nicht getroffen. Warte. So. Jetzt kannst du da durch. Okay. Hui! Jui! Jui! Scheiße. War das jetzt richtig? Da muss man noch ganz schnell schießen. Und zwar richtig schnell. Aber. Guck mal, du klatschst dann da hinten da drauf. Und da musst du dich dann irgendwie weiter. Uah! Wo bin ich jetzt? Ich bin runtergefallen. Du kannst ja wieder hoch. Lass mich mal machen. Ich möchte auch mal sehen. Okay. Warte, du landest. Dort und was? Du landest dann auf dieser Schrägen und da musst du dann irgendwie wieder dich weiterschießen. Schrägen. Weil wenn du da runterfällst, bist du tot. Wohin willst du eigentlich? Willst du doch darüber? Pass mal auf. Du kannst hier durchgehen. Das heißt, du versuchst jetzt dahin zu fliegen und. Warte mal, wir machen das anders. Ich mach die Portale hier hin und du machst dir die auf die beiden Sprungdinger, auf die Schrägen drauf. Jetzt gehst du durch das, aber noch nicht auf das Sprungding drauf gehen, nur da hoch. Und ich gehe jetzt hier durch, dann gehen meine Portale ja weg. Und dann kann ich das machen und das machen. Hallo. So. Jetzt sind wir hier. Brauchen noch einen Würfel. Was passiert denn? Wo ist der Würfel? Wenn ich hier, hier fällt man nur was runter. Ist denn hier unten? Nichts. Überraschend. Wir müssen irgendwo runterfallen. Ach, hier kann man auch runter. Kann man da unten irgendwo. Nee, okay. Erstmal den Würfel suchen. Wo ist denn der Würfel? Die Frage ist nur, was hat dich uns das gebracht, wenn du da hinten jetzt durchgeflogen bist, wo wir einfach beide hier durch hätten laufen können? Eben, ich hätte wahrscheinlich noch weiter. Dann müssen wir wahrscheinlich den Würfel irgendwo hier finden. Ach, dort oben ist ein Knopf. Ich hätte hier noch fliegen müssen. Hier raus hätte ich gekommen müssen. Ach so. Ja, okay, dann mach. Mach mal nochmal so. Also, ich mach. Nee, ich muss doch auf die, oder? Nee, du musst auf die kleinen, weil die, wenn du da durchgehst, dann verschwindet das doch. Guck mal, ich muss da erst hier hochkommen. Nee, ich mach das wieder, weil du weißt genau, wo du hinschießen musst. Ich weiß es eben nicht. Probieren wir es aus. Ach so! Halt! Ach so, ja, okay. Ich weiß nicht. Ich bin den Sprung noch nicht. Also, ja. Du weißt genau wo. Dann kannst du es jetzt machen. Jetzt? Okay. Ja. Der fliegt Geronimo! Da. Hui! Uhu. Ja, das habe ich versagt. Ich war einfach zu ungeduldig. So, jetzt müsste irgendwas kommen. Oh, ja. Warte. Ach, da kommt es an. Der fliegt jetzt hinterher. Gefangen! Nein, doch nicht. Aber den müssen wir hier unten hinlegen. Das ist das kleinste Problem. Und jetzt ist die Tür offen. Jetzt muss nur noch ich irgendwie da hinten hinkommen. Habe ich hier irgendwas Weißes irgendwo in der Nähe? Ich weiß aber schon wie. Warte, pass mal auf. Mach du mal dein blaues, dein hellblaues hier und das dunkelblaue hier unten hin. Ach so, ja. Und ersetzt die mal einfach. Und dann kann ich ja bestimmt. Nee. Doch, pass auf. Geht das? Ah ja, klappt.
Hier durch. Hier durch. Hier durch. Bam. Kabum. Geschafft. Schön. Oh. Es geht noch weiter. Natürlich. Wieder Jump. Wasser. Sprung. Erstmal drücken. Okay. Ja. Sehr gut. Und ich bin jetzt hier hinten. Wenn ich auf den Knopf drücke, kommt über dir dann Würfel raus. Kennt nichts. Ja, dann mach das doch einfach mal. Aber der okay. Fliegt zu wenig. Gut gemacht. Ich danke dir. Das finde ich gut. Probieren wir es einfach nochmal. Die Sache ist... Wunderbar. Ich weiß nicht. Ja. Ah, jetzt mach nochmal bitte. Da oben ist noch was. Da hast du jetzt hingeschossen, oder? Pass auf, der kommt jetzt. Müsste jetzt bei dir rauskommen. Nein, er fliegt zu. Ach so. Ah, wollte ich doch gar nicht. Oh Mann. Keine tödlichen Konsequenzen. Ist das überhaupt noch wissenschaftlich? Nun weiß es nicht. Ich gehe mal darüber. Ich möchte auch mal sehen, was da drüben ist. Ja. Geronimo! Okay, was gibt's hier so Schönes? Da hinten muss der Würfel hin. Okay, Moment. Das Problem ist, der fliegt gar nicht so weit. Wenn ich es richtig gesehen ja. habe. Ja, ja, der fliegt nicht so weit. Aber die Frage ist, wie können wir den weiterfliegen lassen? Kann ich da drin? Einfach ganz oft auf den Knopf drauf drücken. Schwung holen kann das Teil auch nicht irgendwie. Das ist die Frage. Die Leute da draußen denken sich natürlich, warum sehen die das nicht? Oh Gott. Ja, natürlich. Aber guck mal, warum ist denn hier so ein... Na, weil es eine Zielplattform ist. Da hinten ist auch nichts. Und hier kann man auch nichts. Sag bloß. Hä, wie hast du das? Wie bist du jetzt... Oha, dein Portal, dein Portal ist da. Wie bist du da hinten reingekommen? Genau, mach den Würfel, ich fang ihn. Okay. Das Dumme ist, dass ich das Portal nochmal wegmachen muss. Weil ich immer auch selbst durchfliege. Na, boah, was? Okay, wir müssen das Portal nochmal wegmachen. Nee, wieso? Achso, ja. Dann mach nochmal weg. Einer muss darüber. Aber ich. Nee, dann mach du mal kurz. Okay, jetzt gehe ich darüber. Hui. So. So, dann muss ich jetzt rumhüpfen. Und du wartest. Jetzt. Ah, schade. Nochmal. Und noch eine Runde. Das war. Timing. Du musst ungefähr warten. Ach Mist, jetzt habe ich den weggemacht. Ja, jetzt habe ich ihn weggeschaut. Wie du da immer dran vorbeifliegst. Du musst irgendwie so timen, dass... Noch früher. Oh, das war gut. Das, oh, war, das, gut, war, das war gut. Diesmal habe ich bloß geschlafen. Jetzt habe ich ihn. Nein. Jetzt muss ich ihn bloß loslassen. Autsch. Okay. Ich hab den Würfel. Ach, du bist jetzt da hinten? Ach so, okay. Soll ich den Würfel nochmal beschwören und das habe ich ja weg? Kannst du jetzt gerne machen. Und zum Abschluss des Tests. Ja, schön. Doch irgendetwas stimmt nicht. Wieso? Nicht so gut. Tanz irgendwelche Auswirkungen auf euch? Welcher? Welcher Tanz? Der Tanz. Das machst gerade auch. Nein, keine Auswirkung. Wir fühlen uns prima. Weil es ist auch ganz arg so ein... Ich finde, das hat auch Richtung von so einem Geschicklichkeitsspiel irgendwie. Ja, ja, ja. Nix, ey. Weil wenn man da timen muss, genau, und... auch irgendwie... ja. Auf Zeit und so. Und ein Ausdauerspiel. Also so viel, wie wir auf dem Laufband hier rumlaufen. Ihr seid wirklich viel zu langsam.
Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das... Das müssen wir testen. Blue, du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Counter drücken? Welchen Counter? Hui! Warte, oh, achso. Verstehe. Ah, ich auch. Einer muss da durchhüpfen, der andere muss dann schnell das Rote machen. So, lass mich mal überlegen. Das Portal passt. Ja, oder so. Autsch. Dann müssen wir das bohren. Wir müssen das gleichzeitig machen. So, jetzt. Das ist nicht so schwierig. 3, 2, 1. Boing. Geschafft. Schön. Easy going. Oh, das ist wieder was mit so einem komischen... Laser. F für Counter drücken. Genau, mit so einem Laser. Oh, Hilfe! Die Spikes. Pass auf, da kommen Spikes. Da warst du gerade eben noch. Ich geh durch. Sicher? Okay, es geht nicht. Mach mal, was ist denn da drin? Ich hab ne Idee. Okay. Nein, noch nicht. Kannst du noch mal kurz gleich nochmal weg. Konnte nichts mehr kurz machen. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests bin zerquetscht noch einfacher machen kann. Kurz geht da in der Mitte nicht. Kannst du es? Ach so, okay. Jetzt müssen wir warten nochmal. Ja, Runde. Jetzt muss ich. Obwohl, kannst du vielleicht die blauen Portale machen? Wer weiß, ob ich da oben die Portale auch nochmal irgendwie brauche. Oh. Also die meine Portale durch deine ersetzen. Wo ist das denn? Sesam, öffne dich. Oh Gott, ja, ja. Wenn ich jetzt zu langsam bin. Mach. Ich verstehe nicht, was ich hier oben machen muss. Dann gehen wir runter. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Das könnte durchaus knifflig werden. Knifflig werden. Du musst auf die Sprungplattform. Ja, jetzt gehen sie wieder